Michigan. Weil ich glaube, wir sind damals zu leichtfertig mit dem Begriff Faschismus umgegangen. Wir haben nicht genau analysiert, was ist das, das Schah-Regime eigentlich, wie charakterisiert man das Schah-Regime. Es war eine Diktatur, eine faschistische Diktatur, das kann man leicht sagen, aber einer wissenschaftlichen Untersuchung hält dieser Begriff dann nicht stand, das ist klar. Aber radikalisiert und gegenwärtig radikalisiert, das stimmt schon, aber radikalisiert hat uns erst einmal die deutsche Polizei und die Leute, die entschieden haben, so brutal gegen Demonstranten vorzugehen. Das war die erste, sozusagen, der Ruck zur Radikalisierung kam von der Polizei. Wo es gab absolut keinen Grund dafür, dass die so angreifen, wie Herr Duinsing gesagt hat, eine Leberwurst-Taktik und da durchschneiden und so weiter. Das war ja völlig unangemessen. Ja, und es gab einen Toten, ne? Ich glaube, das ist nochmal was. Es gab einen Toten, ne? Und das ist, also auch später ist geprüft worden. Und das hat auch die.